Hallo Leute, hier bin ich wieder und zurück zu meinem Let's Play von Pokémon Feuerrote Edition. Ich möchte jetzt in diesem Part noch ein bisschen trainieren, so dass all meine Pokémon Level 21 ungefähr sind und dann wird es weitergehen. Ich werde euch wieder eine Anmerkung reinmachen, da könnt ihr dann vorspulen, seid ihr ja sicher schon gewöhnt. So, bis dann.
So Leute, da bin ich wieder. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Ich habe ja hier ein bisschen trainiert. Ich wollte erst alle auf Level 21 trainieren, aber das hätte mir dann doch zu lange gedauert. So, mein Habitag hat sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt zu Ibitag und hat sogar zwischendrin noch eine neue Attacke erlernt. Eine Unlichtattacke. Verfolgung. Ist eigentlich nicht sehr stark, aber besonders großen Schaden richtet diese Attacke an, wenn der Gegner seinen Pokémon zurückruft, quasi. Ja, dann, was gibt's noch Neues? Bisasam oder Bisaknosp habe ich nicht weiter trainiert. Radfratz habe ich trainiert, das hat sich zu Radikal weiterentwickelt. Und Energiefokus gelernt, das ist eine Attacke, da bläst sich das Pokémon auf und die nachfolgenden Attacken könnten mit größerer Wahrscheinlichkeit als normal ein Volltreffer werden. Ja, und dann wollte der noch Grimasse erlernen, aber das ist jetzt nicht so toll, da würde bloß die Initiative des Gegners ein bisschen senken. Ja, ich glaube um 2 Level. Ja, naja, jedenfalls, so. Wir sind also bei 7 Minuten und jetzt werde ich einfach mal ein bisschen weitermachen. Wir befinden uns also jetzt hier in Azuria City. Eine sehr schöne Stadt. Gibt es auch verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel ist ein Pokémon-Fanclub drin. Hier unten ist ein Fahrradladen. Der ist dann später noch von Bedeutung. Ja, Markt gibt es natürlich auch. Da können wir wieder was kaufen. Und eine Arena. Gucken wir mal, was da drin ist. Aha. So, Misty setzt also Wasser-Pokémon ein. Ja, dort ist er. Werde ich aber sicherlich dann, denke ich mal, später erst machen. Denn jetzt gibt es erstmal noch einen anderen schwierigen Kampf. Mal sehen, ob ich den schaffe. Bin ich mit ausreichenden Tränken und sowas ausgerüstet? Nee, gar nicht. Na, da kaufen wir noch welche. Oder vielleicht gibt es ja hier schon Supertrank, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das gibt es erst in der nächsten Stadt. So, da gucken wir mal hier. Oh ja, es gibt sogar Supertränke. Guck an, na, da kaufen wir uns mal ein paar. 3 Stück. Mehr können wir sowieso nicht. Obwohl es eigentlich Quatsch ist. Wir kaufen mal bloß 2. Und dann nochmal ein paar normale Tränke. Weil es wäre ja vielleicht sonst Verschwendung. Weiß ich nicht. So. Und dann... Na gut, beim nächsten Mal verkaufen wir dann mal den Beleber. Weil... Den können wir sowieso nicht einsetzen. Wir spielen ja Nuzlocke. So, also Leute, die es nicht wissen, die gehen hier hoch. Und dann werden sie überrascht. Na hoch, Felix. Ja, Tauburga ist also die Weiterentwicklung von Taubsi. Taubsi haben wir ja, glaube ich, schon mal gesehen. Ja, Schnabel oder Furienschlag ist jetzt die Frage. Schnabel ist auf alle Fälle treffsicherer, aber halt nicht so stark. Tackle. So, also das haben wir schon mal gut gemeistert. Bekommen wir natürlich auch wieder einen Haufen Erfahrungspunkte. Radfratz. Ja, Radfratz ist, denke ich, auch nicht besonders schwer. 1 oder 2 Schnäbel müssten da eigentlich genügen. So, wenn er jetzt schlau ist, macht er wieder Ruckzuck hieb. Ist er aber nicht. So. Ja, wir müssen aufpassen, weil unsere Verteidigung gesenkt ist. Wenn er jetzt Kratzer macht, naja... Also die sichere Variante wäre jetzt auf alle Fälle zu wechseln. Und dann können wir erstmal gucken, was er macht. Aber blöd wäre jetzt Bisasam einzusetzen. Also Bisaknosp. Ich lerne es nie. Heuler, ja, na gut. Und schauen wir mal, machen wir mal trotzdem Hyperzahn.
So, jetzt machen wir natürlich Ruckzucki, weil das treffsicherer ist. Und auch das Glomander ist Geschichte. Und Abra. Ja, Abra ist natürlich auch nicht schwer. Abra ist ein Psycho-Pokémon und hat aber ziemlich wenig Verteidigung. Das heißt, wir machen jetzt einfach eine kraftvolle Attacke, wie zum Beispiel Ruckzuckhieb. Und dann müsste sich das vielleicht, ja, hat sich das natürlich gleich erledigt. Ja, sehr schön. Hat also gut geklappt. Ihr habt gesehen, es war nicht ganz leicht, aber ja, wir haben es hingekriegt. Und jetzt kommen wieder ein paar leichtere Kämpfe. Aha, Bill. Besuchen wir ihn irgendwann mal, diesen Bill. Wer kommt denn jetzt noch? Ja. Ist eigentlich Quatsch. So. Mal unsere Pokémon wieder ein bisschen heilen. Wir sind dann bei 12 Minuten. Ein paar Kämpfe könnten wir da durchaus noch schaffen. Und das, wo wir jetzt hingegangen sind, das nennt sich Nuggetbrücke. In der Nuggetbrücke befinden sich 5 verschiedene Trainer, beziehungsweise eigentlich sind es 6. Ja, und diese 5 müsste man besiegen. Und dann bekommt man was. Gut. Da kann ich mir eigentlich auch das ganze Gelaber sparen, wenn es sowieso da steht. Wie immer. Käfersammler. Na, das kann nicht besonders schwer werden. War nicht nötig, da Volltreffer. So, und jetzt passt nämlich auch der Spitzname hier wieder. Weil jetzt ist es Ibi-Tag. Und da passt das auch. Ja, ich dachte eigentlich mal, es kommen aber neue Pokémon, die ich euch mal vorstellen kann, aber wahrscheinlich erst beim zweiten oder beim dritten Trainer, mal sehen. Auf alle Fälle war ja vor uns erstmal Abra neu. Warum kommen hier so viele Volltreffer? So, nächstes Level, sehr schön. Und der erste Trainer ist schon besiegt. 14 Minuten. Machen wir noch einen. Nummer 2. Nun wird es ernst. Na, da wollen wir mal sehen, ob es ernst wird. Taubsi kennen wir auch schon. Wir kennen sogar schon die Weiterentwicklung. Na, wisst ihr es noch? Genau, Tauburger war es nämlich. Mirabla. Na, das kennen wir aber auch schon. Das haben wir im Mondberg schon mal gesehen. Ja, Knofenser. Haben wir auch schon gesehen. Ja Leute, ich würde euch ja gern was Neues erzählen, aber im Moment gibt es nicht viel zu erzählen. Ich kann nur so viel sagen, wir sind jetzt bereits schon wieder bei 15 Minuten und es ist wieder an der Zeit, den Part zu beenden. Also, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder an dieser Stelle. Bis dann, ciao Leute!